wurscht, egal welche Größe. Ist ja wurscht, Exona. Hier steht die Größe, hier, 28. Nein, Mann. Z8. Das ist der Hochzeit für deine Hochzeit. Nein, das ist der Hochzeit für deine Hochzeit. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute bin ich dran. Die nervige Stimme im Hintergrund ist heute im Vordergrund. Yes. Und heute zeige ich euch meinen Fashion Haul. Alles, was ich mir in letzter Zeit geholt habe, schaut ein bisschen mager aus, ich weiß, aber es war teuer, dadurch, dass wir hier auch Anzüge haben und so. Und ich fange gleich mal an. Also ich habe wieder so ein bisschen einen Style-Sprung erlebt. Ich hole mir gerade so wieder ein bisschen elegantere Sachen. Ich weiß nicht, momentan fühle ich das halt ein bisschen. Und da habe ich mir eben diesen Rollkragenpullover geholt von Zara. Außerdem auch eines meiner einzigen schwarzen Teile in meinem Kleiderschrank, da wir eben Katzen haben. Und man sieht es, glaube ich, auch schon. Also es sammeln sich sehr viele Haare drauf. Ja, leider, dadurch, dass es dunkel ist, sieht man es halt auch sehr stark. Aber ich feiere diesen Pullover extrem. Also den habe ich beim Zara gekauft, Größe L, für 26,99. Der war im Sale übrigens. Genau. In der Größe L, habe ich schon gesagt, ja. Und diese Hose, eine Stoffhose, habe ich mir noch gegönnt, ja, auch vom Zara. Auch in der Größe L, der hat gekostet 30 Euro, glaube ich. 39,95. 39,95, hier meine Managerin kennt sich aus. Und so bin ich auch heute ins Büro gefahren. Ich weiß nicht, ich feiere diesen Style extrem momentan. So casual und trotzdem elegant und vor allem jetzt, wo es so kalt ist, ja, kann man sich sowas auf jeden Fall gönnen. Es ist schon sehr kalt in letzter Zeit, muss ich sagen. Und da ist der Hals auch schon gleich geschützt, was ich extrem feiere. Da brauche ich keinen Schal tragen. Ja, das stimmt. Und ja, das ist das erste Outfit. Gut. Ich kenne alle Outfits, also wir werden sie jetzt nicht bewerten, weil ich war ja dabei, wo er sie eingekauft hat. Ich zeige euch einfach die Sachen. Also ich springe mal gleich ins nächste Kostüm. Ins nächste Kostüm also? Ins nächste Kostüm, ins nächste Outfit. So meine Lieben, das ist das zweite Outfit. Also der Pullover, wie ihr seht, ist der gleiche wie von vorhin in schwarz. Nur ist der in Petrol, habe ich jetzt vorhin mitbekommen. Also so blau für uns Laien, die sich nicht auskennen, blau. Ich habe ihn gekauft, weil er blau ist. Auf jeden Fall auch ein Rollkragenpullover. Lavender Style finde ich momentan, wie ich schon erwähnt habe. Statt schwarz, blau. War auch im Sale, auch in der Größe L für 29. Nein, 26. 26. Ich glaube, die Preise sage ich einfach. Sag du die Preise, ja, perfekt. Ja. Dann diese Stoffhose, auch vom Zara geholt. Die habe ich auch gefeiert. Das ist so beige, glaube ich. Was sagst du, welche Farbe? Beige? Passt? Ja. Preis, bitte, Manager. 30 Euro, 29,95. Es ist so ähnlich wie die anderen, nur ein bisschen anders. Aber vom Schnitt her eigentlich fast gleich, bis auf unten. Das hat einmal so einen Umschlag, also das einmal gefalten unten, die andere ist aber auch straight komplett. Ja. Fähig, fühle ich, nice. Vor allem, die steht auch wirklich gut, weil du kannst die sportlich anziehen und auch elegant. Das ist halt richtig lauernd mit der Hose. Kombination, ja. Kombination, you know. Yes. Und das halt finde ich nice, ja. Und es kaschiert auch ein bisschen den Bauch, gell? Ein bisschen in L geholt und so, das passt auf jeden Fall. Also, kann man machen. Wie findet ihr das Outfit? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war auf jeden Fall das zweite Outfit. Dann geht's weiter mit dem nächsten Outfit. So Leute, dann habe ich mir auch ein paar T-Shirts bestellt, weil ich ja in letzter Zeit ein bisschen zugelegt habe. Auch am Bauch ein bisschen, aber den kann ich ein bisschen einzeln während des Videos, das muss ja ein bisschen gut ausschauen, gell? Und auf jeden Fall habe ich bei Tommy Hilfiger, also bei ASOS eigentlich, gab es so Black Week, Sale, was auch immer, Sale. Minus 20% auf alles auf jeden Fall. Da habe ich mir ein paar T-Shirts bestellt, unter anderem dieses Tommy Hilfiger T-Shirt in Größe L. Mhm. Größe L auf jeden Fall. Ich habe auch unabsichtlich das gleiche T-Shirt in Beige oder Grau, in Grau, in Größe M bestellt, ist mir leider zu klein, da hier Muckis sind da, nein Spaß, aber auf jeden Fall L passt und ich finde, die sind ziemlich geil geschnitten auf jeden Fall, also fitten extrem nice, yes. So die Ärmel sind gut angelegt und es ist trotzdem ein bisschen weiter das T-Shirt hier, dass man auch ein bisschen den Bauch kaschiert auf jeden Fall, ja. Ich suche nur gerade den Preis, nicht dass ihr euch wundert, gell?
Also meine Frau sucht mal Manager und sucht den Preis. 31,92 € hat das gekostet und dann auf dem Preis minus 20%. Ich finde die Farbe extrem schön. Sehr schön. Erstens die Farbe extrem schön und es fittet wirklich sehr gut. Und ja, es ist ein sehr angenehmer Stoff, also so elastischer ein bisschen. Wie ihr seht, ich kann es sehr schön ziehen. Steht auch sehr gut die Farbe. Dankeschön. Mhm. Ja, das Hose hat sich jetzt nicht geändert. So viele Hosen habe ich nicht bestellt. Beruhigt euch einmal. Und gut, dann würde ich sagen, nächstes Outfit, let's go. So, meine Lieben, das ist das nächste Outfit. Auch ein Tommy Hilfiger T-Shirt, aber in einem anderen Design, auch ein anderer Stoff. Anderer Fit natürlich auch, das ist ein bisschen oversized, ja. Es ist aber sehr angenehm, der Stoff ist auch sehr elastisch auch wieder als andere eigentlich. Und die Farbe ist richtig schön, diese Waschung ist richtig cute. Finde ich auch, was ist das aber für eine Farbe, so grau-grün oder genau, sowas, gell? Genau, sowas. Und hier steht halt so Tommy Jeans drauf und ich weiß nicht, ich habe das gesehen, auch in L bestellt, by the way. Mhm. Sehr angenehmes T-Shirt, sehr schönes T-Shirt, hat gekostet 33,67 und dann minus 20%. Minus 20%. Und dann ist das eigentlich die gleiche Hose wie von vorhin, also wie die beige, selbes Modell, nur in blau, in dunkelblau, auch von Zara, hat gekostet 29,95 in der Größe L. Auch in Größe L. So ist es. Und ja, das sind halt diese eleganteren Hosen, die ich mir geholt habe, aber sind einfach zum Reinschlüpfen und dann hier so zum Zubinden. Sehr angenehm. Das heißt, sollte man ein bisschen mehr essen, kann man es weitermachen. You know, adjustieren. Yes, es ist wirklich sehr, ich dachte immer so, dass elegantere Hosen unbequem sind, aber sie sind extrem bequem. Also es vor allem die sind wirklich. Die sind wirklich, es fühlt sich an wie eine Jogginghose, muss ich ehrlich sagen. Es ist zu geil. Mhm. Und es schaut halt natürlich schön aus, elegant aus. Ja? Das stimmt. Und das ist halt das. Dieses Outfit. Gut, dann Nächstes Outfit. Das ist das nächste Outfit. Auch wieder ein Tommy Hilfiger T-Shirt. Ähnlich wie das grün-graue. Also der Stoff ist gleich, würde ich jetzt mal sagen. Fühlt sich halt ähnlich an. Steht auch Tommy Jeans drauf, aber die Schrift ist etwas kleiner. Sehr angenehmes T-Shirt auch. Auch etwas bisschen Oversized-Style, würde ich jetzt sagen. Aber nicht zu sehr. Auch in der Größe L. 35,19 € hat das gekostet und minus 20%. Genau. Und auch ein sehr schöner, qualitativer Stoff. Also man spürt das sofort, sobald man es angreift und anzieht. Das ist halt was anderes als wie ein H&M-T-Shirt, ja. Und die Hose ist eine karierte Hose von Zara. Auch wieder so eine Stoffhose, wie gesagt, ein bisschen eleganter, auf eleganter angelehnt und ja. Ist die gleiche wie die graue. Ach so? Ja. Ah ja, süß. Ist die gleiche wie die graue, hat auch 29,95 € gekostet. Ja. Und du hast auch eine Größe L gekauft. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Hose. Ich feiere diese Hose extrem. Sie ist sehr bequem. Diese Stoffhosen sind alle, die ich gekauft habe, so bequem, Leute. Unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Stoffhosen so gut gefallen werden, weil es schaut gut aus und es ist super bequem. Weißt du, wo ich die Hose gesehen habe? Also an wen ich die Hose gesehen habe? Also diese blaue und die beige, die hat, Alex hat sie in weiß. Also so extrem ähnlich in weiß hat er sie gehabt. Sie hat, ja. Ah, okay. Ja, und deswegen, und das letzte Mal, wo er sie einfach gesagt hat, die steht dir urgut, kauft dir noch mehr von solchen Hosen. Du hast dir so einen weißen Fusel? Fusel. Egal. Von den Klamotten sicher. Und bei ihm habe ich das gesehen, als wir dann beim Zara waren und ich sie gesehen habe, weil die gibt es auch in weiß. Nur ihm haben halt die zwei Farben gefallen. Ja. Es gab eh verschiedene Farben, es gab noch dunkelblau, also hellblau, es gab noch so ein schwarz, es gab noch weiß und so ein helleres beige. Also es gab verschiedene Farben. Das stimmt, ja. Also kann man sich wirklich austoben. 40 € ist halt jetzt nicht wenig. Schon hab. Aber gibst es halt einmal aus und dann hast du halt die Hose. Das stimmt, für ja. Zeit. Und die Qualität ist auch gut. Ob Zara, ich meine, Zara hat eine gute Qualität auch, aber die Hosen sind wirklich nice. Also kann man schon machen, finde ich. Ja. Man muss ja nicht gleich alle 20 Hosen kaufen. Das wie stimmt. Gesagt, 4 Hosen jetzt erstmal und das passt schon. Habe ich schon wieder dann so ist er jetzt länger mal gut, Ruhe. Gut ja. In dem Winter kommt er durch. Ja, das auf jeden Fall. Und die Farbe von diesem T-Shirt finde ich auch sehr schön. Ja, stimmt auch. Diese Waschung, wie du gesagt hast, ist auch sehr nice. Weil das ist nicht so. Es sieht ein bisschen so verwaschen aus. Ja. Also das nennen sie auch verwaschenes Schwarz zum Beispiel in der App. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich auch. Ja. Also kann man machen, Leute. Es ist halt auch ein bisschen teurer, das T-Shirt jetzt. 35 € ist jetzt nicht wenig. Minus 20%. Aber minus 20%, ja, das sind ungefähr 7 € weniger. Könnt selber rechnen, Mathematik, dies, das. 2 plus 2 ist 4. Ja,
auf jeden Fall, das ist das Outfit. Es kommen noch zwei Outfits und das sind zwei Anzüge. Ja, und zwar, ich habe ja schon meine Brautjungfernkleider für die zwei Hochzeiten nächstes Jahr. Yes. Und dadurch, dass jetzt so viel Sale war, hat er zugeschnappt. Einen hat er bei Asos bestellt und einen haben wir beim Pico du Schlappenburg gekauft. Ja. Und jetzt zieh sie mal an und präsentiere sie. Und dann sagen wir auch an, auf welcher Hochzeit er an welchen anziehen wird. Yes. Bis gleich. Das ist der erste Anzug, den ich mir geholt habe. Beim Pico und Kloppenburg war das. Und die Marke ist McNeil. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr fresher Anzug hier. Das ist so grün kariert. Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt immer nur schwarze oder so dunkelblaue Anzüge. Deswegen wollte ich mal etwas gewagter sein. Und ich fühle diesen Anzug extrem, Leute. Also ich finde den sehr fresh. Er ist super slim fit und er fittet wirklich nice. Also wie ihr seht, guter Arsch auf jeden Fall hier. Das Einzige bei der Hose ist diese ein Ticken zu lang. Man muss sie kürzen. Ja. That's it. Aber sonst? Die Jacke passt perfekt. Ja. Leider finden wir auf der Jacke keine Größe. Deswegen können wir jetzt nicht sagen, was für eine Größe er hat. Ja. Weil die Rechnung finden wir auch nicht. Aber das Oberteil der Jacke hat um die 80 Euro gekostet. Und die Hose hat um die 60 Euro gekostet und die Fliege haben wir auch neu gekauft. Das ist eine Calvin Klein Fliege. Yes. Schwarz, plain schwarz einfach. 40 Euro hat die gekostet. Also, die sieht so aus. Die ist sehr, sehr schön. Und den Gürtel hat er auch schon gehabt? Gürtel hatte ich schon, das Hemd habe ich auch schon gehabt, Hugo Boss Hemd, aber es wird schon langsam knapp. Mhm. Also, man muss auch sagen, das ist sein Hemd, was er für die Hochzeit auf der Hochzeit angehabt hat. Auf unserer Hochzeit. Auf unserer Hochzeit, ja. Und es war ihm damals auch ein bisschen zu breit. Ja. Jetzt passt es noch, aber ja. Das Bauchal. Das Bauchal. Aber der wird ja dann im Sommer geht es ja dann wird ein bisschen hier Cardio betrieben, dann passt das schon auf jeden Fall. Dann passt das auf jeden Fall. Aber es sieht sehr schön aus. Und auf jeden Fall wird es genauso anziehen. Ja. Nur halt natürlich mit schwarzen, eleganten Schuhen. Und diesen Anzug ziehst du auf welcher Hochzeit an? Auf der Hochzeit von meiner Schwester. Yes. Das ist der Anzug für deine Hochzeit, meine liebe Schwester. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es gefällt dir. Mir gefällt er sehr gut. Und er passt auch zu mir, weil mein Kleid ist ja auch in so einem Sage Green. Das ist das erste Mal, sind wir dann im Partnerlook. Partnerlook. Ja, auf jeden Fall, das ist der erste Anzug. Richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Mir auch. Also endlich mal was anderes. Ja. Statt nur schwarz oder blau oder sonst irgendwas. Es steht ihm auch gut. Eigentlich, ihm stehen alle Farben. Gut, dann springe ich in den zweiten Anzug. Yes. Bis gleich. Spring einfach. Das, meine Lieben, ist der zweite Anzug. Das ist ein braunes Karo-Muster von der Marke Topman oder Topman, keine Ahnung. ASOS. Auf ASOS bestellt. Mhm. Auch ein super slim fitted Anzug. Eng geschnitten, das Oberteil und unten die Hose ist super eng geschnitten. Ja. Bei der Hose haben wir drei Paar bestellt, weil wir nicht wussten, welche Größe passen wird. Am Ende wurde es die größere Größe. Aber am Bauch ist es viel zu breit. Das heißt, Mama muss es oben enger machen. Aber bei den Beinen hat das einfach viel besser ausgesehen, weil die anderen wären viel zu eng gewesen. Das war wirklich skinny. Das stimmt, ja. Wie eine Legging hat das ausgesehen. Also da würde ich raten, zwei Nummern größer zu nehmen oder eine Nummer größer zu nehmen und dann einfach auf dem Bauch, beim Bauch dann einfach enger machen. Ja, das haben wir auch vor. Also das ist der zweite Anzug. Der gefällt mir auch extrem gut. Wie gesagt, ich habe bis jetzt immer nur schwarze und dunkelblaue Anzüge gehabt. Das heißt, dieses Mal habe ich mich ein bisschen was getraut. Ja, ich habe ein bisschen was gewagt hier. Raus aus meiner Comfortzone, ja. Ich werde so ein bisschen ein Eyecatcher sein. Passt schon. Auf dem Nachtzeit ein Eyecatcher sein. Du schaffst das, Omo. Du schaffst es. Nein. Auf jeden Fall, wie gesagt, der eine Anzug in grün. Dieser hier ist jetzt in braun. Und der ist für die Hochzeit von unserem Lieblingsduo, unseren Besties, Emir und Natascha. Yay! Wir lieben euch. Kuss geht raus. Und ja, ich fühle diesen Anzug auch extrem. Also ich finde den extrem schön und ja, kannst du dich so mit mir sehen lassen, oder? Definitiv. Und ich sage euch die Preise zu dem. Also die Jacke hat er in der Größe Chest 42 Regular gekauft. Hat 92,99 gekostet und darauf waren minus 20%. Und bei der Hose haben wir die W38R gekauft um 44,24 und darauf wieder minus 20%. So ist also es. Preislich,
wenn man das zusammenzählt, wirklich, wirklich toll. Also 130 Euro, 135 Euro und von dem dann halt quasi die 20% mal wegrechnen. Das ist schon ein sehr guter Preis. Ja. Weil der von Pick und Kloppenburg war ja viel teurer. Ja. Also wir haben ja für das Pick und Kloppenburg mit der Fliege um die 180, 190 Euro gezahlt. Genau, ja. Also und der hat um die 100 jetzt gekostet eigentlich, genau. So wenn man zusammenrechnet, ungefähr minus 20%. 140, so was, 105 Euro, ja. Richtig ja. Nice. Ja. Schon ein guter Preis. Auf jeden Fall. Und der steht auch sehr gut. Aber wie gesagt, bei den Hosen eben eine Größe größer nehmen und dann oben einfach enger machen lassen. Ja, Gott sei Dank ist meine Mama Schneiderin. Ja. Ja. Dann wäre ich im Jackpot. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eine Sache habe ich noch bestellt und zwar Levi's Boxer Shorts. Die waren jetzt vergünstigt auf Amazon. Mhm. Um wie viel? Um 37 Euro für 7 Paar. Das ist knapp 5 Euro, 6 Euro hat man für ein Paar gezahlt. Wunderschöne Farben, aber die sind klein geschnitten, Leute. Also Bund hat jetzt in der Größe XL bestellt. Ja. Weil das letzte Mal, also vor 2 Wochen hat er sie bestellt gehabt, Größe L, aber die waren sehr, also schon eng. Ja. Und deswegen haben sie zurückgeschickt und auf einmal, ich sehe so vorgestern, hey, das Angebot ist wieder da. Um 37 Euro irgendetwas, dann haben wir die gleich im XL bestellt. Die Karten drehen durch. Oh mein Gott. Ein paar Blüte durchdrehen. Ja. Auf jeden Fall. Die Qualität ist wirklich toll. Also Qualität ist nice. Fühlen sich sehr nice an. Qualität ist nice. Und 7 Boxershorts um knapp 40 Euro von Levi's. Baba Deal, würde ich sagen. Richtiger Baba Deal. Kauft euch. Levi's, sponsor mich. Auf jeden Fall. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat mein Fashion Haul gefallen. Vielleicht konnte ich euch inspirieren, mal ein bisschen aus eurer Komfortzone zu kommen. Für mich fällt es ja immer, ist früher immer schwer gefallen, so ein bisschen gewagtere Sachen zu kaufen, wobei da jetzt nichts wirklich gewagt ist, bis auf die Anzüge. Anzüge, genau. Bis auf die Anzüge. Aber was man mir anmerken muss, ist, dass ich hier vor dieser Kamera stehe und dieses Video drehe. Das heißt, ich traue mich auch schon was. Und für unser zweites Video, weil er hat ja schon einen Fashion Haul gedreht. Ja, und ich bin ja auch immer in den Vlogs dabei. Ja, das stimmt. Aber jetzt bist du halt wirklich so im Haupt, also im Mittelpunkt. Das stimmt. Auf jeden Fall, Leute, falls euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und kommentiert das Video. Hier könnt ihr mich abonnieren, oder besser gesagt meine liebe Frau abonnieren. Hier seht ihr unser letztes Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Video wieder. Bye! Bye.